So. Wir haben Sonntag, Samstag ist hinter uns. Was haben wir gestern erlebt? Was haben wir gemacht? Wie war's? Gestern war viel. Gestern war der Haupttag quasi vom Festival. Wir waren ja eingeladen abends dann, also eigentlich war es geplant für nachmittags irgendwann. Hat sich alles immer weiter verzögert und dann waren wir abends eingeladen beim Tollcast in der 100. Folge. Also, mal gucken, ob ihr den Aufschlag habt. Live war recht schön, hat Spaß gemacht, auch die anderen Podcasts alle dann noch zu treffen. Mit denen zu connecten, sich ein bisschen auszutauschen. Aber eigentlich, es ist einfach wunderschön hier. Ja. Also, jedes einzelne Cosplay mit so viel Liebe gestaltet und man trifft nur Leute, die gut gelaunt sind, die sich fröhlich auslassen, die feiern wollen und sich einfach an der schönen Fantasy-Kultur erfreuen. Und es ist nicht mal nur Herr der Ringe, sondern es zieht sich auch über alles andere hinweg. Ja. So. Wir sitzen übrigens auch gerade am Rande vom Düsterwald. Also da in die Richtung von uns ist der Düsterwald. Da ist Feld. Ist bestimmt irgendwo. Nicht mehr thematisiert. Irgendwo Beorns Hütte, da hinten in der kleinen Aue, die dann nochmal vom Nebelgebirge zum Düsterwald ist. Ja, gestern haben wir, du hast noch gegen Höhe die Ringe, also da haben wir connected, da haben wir Schlacht um Mittelerde 2 gespielt, da haben sie aber auch... Ich habe heftig auf den Sack bekommen, ich sag's offen, wie es ist. Und das zu Recht, aber zu meiner Verteidigung, ich spiele eigentlich nur gegen die KI. Das heißt also, gegen richtige Spieler zu spielen, ist dann eher die absolute Seltenheit. Da muss man ja schon nochmal ganz anders agieren. Und ich spiele eher für die Ästhetik des Spiels, also schön mit meinen Helden und mit meinen Einheiten schön aufgestellt, dann so ein bisschen für mich rumkämpfen. Und die Eden-Mod ist natürlich auch nochmal was ganz anderes, muss man halt einfach sagen. Also definitiv eine absolute Verbesserung zum Spiel selbst nochmal, weil einfach Modder ganz viel Liebe in das Spiel nochmal reingesteckt haben und wirklich die Figuren und Mittelerde 1:1 in einem gut gebalanceden Spiel abbilden wollen. Und wenn man dann halt zwei oder drei Jahren keine Eden-Mod mehr gespielt hat und dann eine ganz neue Version, muss man halt erstmal alles lesen, aber es hat trotzdem sehr Fun gemacht, muss ich sagen. Es war spaßig, trotz der herben Niederlage. Ansonsten gestern Abend noch Feuershow, waren wir leider ein bisschen zu spät, also haben wir sehr weit hinten gestanden, wenig gesehen, eigentlich kaum was gesehen. Ich hab nichts gesehen davon, ja. Aber ich habe mich zu dem Zeitpunkt auch eher um die Metversorgung meinerseits gekümmert und dann die Feuershow nur so ein bisschen am Rande. Feuerwerk haben wir dann noch kurz geschaut. Ansonsten sind wir eigentlich den ganzen Tag nur über dieses Festival herumgetollt und haben mit allen Leuten irgendwie gefeiert und connected so. Ja. Gestern, also heute Morgen sind wir auch beide in unserem Hotel wach geworden, haben beide erstmal gemerkt, man merkt es in den Beinen. Wir waren gestern lang auf den Beinen, wir waren lang unterwegs, wir sind viele Schritte gegangen, wir haben lang gestanden. Ja, Beine sind extrem schwer heute, muss man einfach so sagen. Ich glaube, wenn ich mich heute irgendwann irgendwo hinlegen sollte, ist die Wahrscheinlichkeit auf einen Wadenkrampf ziemlich groß. Ja, ich glaube, heute wird nicht mehr so viel passieren bei uns. Also mal gucken, was wir morgen noch hier drüber erzählen werden. Aber ich glaube, da wird nicht mehr so viel passieren hier von uns. Ja, wir nehmen die Programmpunkte, die noch offen sind, nehmen wir noch mit. Das Podcast-Zelt wird noch aufgebaut gegen Mittag. Da sind wir auf jeden Fall dann auch noch mal am Start. Weiß ich gar nicht, ob das noch aufgebaut wird. Also wissen wir gar nicht 100% sicher. Ich glaube, der eine Podcast ist auch schon gegangen vorhin. Also der Zwerg, mit dem ich gerade eben geredet habe, der meinte, da hat mich dann auch gefragt, ob wir dann heute Nachmittag im Podcast-Zelt drin sind. Also ich weiß jetzt nicht, wie gut er informiert ist, aber ich würde einem Zwerg, der einfach mal hier so rumsteht, erst mal blindlings vertrauen. Ja. So. Ja, haben wir noch irgendwas gemacht? Gibt es noch irgendwas zu berichten? Nee. Also es ist einfach, es ist auch sehr schwer in Worte zu fassen, weil man muss das sehen und irgendwie auch, man braucht so die Liebe zum Fantasy selbst und dann das Ganze nochmal zu fühlen. Es ist einfach
Na klar, gibt's noch was. Wie eine andere Welt. Klar gibt's noch was. Wir haben ja über Cosplay schon viel gesprochen. Wie ihr seht, ich sitze hier im Charlie Brown. Er sitzt im Blank White. Ja, wir haben nichts dabei, aber Yannick ist, glaube ich, gerüstet für nächstes Jahr schon. Ja, ich hatte gestern Mittag einen kleinen Kaufrausch. Erst bin ich über das Festival geirrt und wollte unbedingt ein Waldläuferkostüm. Letzten Endes habe ich mir dann Nazgul-Handschuhe gekauft. Also richtig schön aus Metall angefertigt, eine richtige Rüstung. Und ich sag's mal, wie es ist. Ich hoffe doch, dass ich bis zu Fasching oder vielleicht sogar Halloween dieses Jahr, muss ich mal schauen, bin ja eigentlich nicht so der Halloween-Typ, aber so ein Nazgul-Kostüm für zu Halloween wäre schon... Spätestens für hier, notfalls. Ja, spätestens für nächstes Jahr hier. Ich hoffe, dann wird es nicht ganz so warm wie gestern oder wie es dieses Jahr ist. Denn wenn ich dann da glaube ich, in der komplett schwarzen Kutte rumlaufe, dann sterbe ich. Aber das ist okay, das ist ein Tod, den man dann definitiv in Kauf nehmen kann. Ja, stimmt. Ey, weißt du, was mir aber auch gerade einfällt, was richtig dumm war? Da muss ich mal, ich mache ein Bild davon. Das schneide ich ins Video rein. Wir haben hier ein Gimbal dabei, wo unsere Kamera drauf ist. Und wir haben trotzdem einfach unter das Gimbal Stöcke gemacht, statt einfach das Gimbal ein bisschen hochzustellen. Das muss ich auch hier unten reinstellen. Ey, wir haben einfach das Stöckchen drunter gelegt, aber wir werden es einfach ein bisschen hochklappen können. Ne? Ja, ist fantastisch. Ja. Aber naja, passiert. Unsere Köpfe sind leider, wie gesagt, auch nicht mehr die frischesten. Freitagabend wurde spät, wenig geschlafen, früh im Hotel raus, gestern den ganzen Tag unterwegs. Es wurde spät, es wurde viel Met, zumindest meinerseits. Wobei, bis zum Mittag warst du auch noch gut mit dabei. Da habe ich auch ein paar Bierchen getrunken, aber es ging alles wieder. Also ich bin, was das angeht, bin ich nicht beeinträchtigt, aber ja, trotzdem jetzt viel rumgelaufen und so. Gestern wenig gelaufen, heute viel, aber nicht so gut geschlafen. Aber naja, wir halten euch am Laufen, was heute noch so geht und wir sehen uns. Bis morgen, ciao. Bis morgen, keine Ahnung. Vielleicht auf einen anderen Stück.